Hallihallo Leute, es ist 5.30 Uhr in Deutschland. Guten Morgen und willkommen zu den Bauforum 24 News Nummer 20. Max und ich sind gerade auf dem Weg nach Stuttgart. Wir fliegen gleich nach Stuttgart zu Daimler und gucken uns da mal was an, was in Richtung neuer Sprinter Logistik, urbane Logistik geht. Ja, Max, bist du fit? Ja, einigermaßen. Ja, ich noch nicht so. Ich würde sagen, wir müssen auch los, aber kleiner Sneak Preview auf den Preis unseres Adventsgewinnspiels. Wir haben ja letzte Woche was verlost. Gewinner gibt es heute. Außerdem noch den Gewinner aus der News Nummer 18, also den Ryobi-Schrauber und das Milwaukee Baustellenradio geben wir heute bekannt. Und für diese News haben wir auch was. Und zwar immer wieder Thema Akkuschrauber, den Kandidaten, der diese Woche kommt, und zwar der Flex 18 Volt. Ein wunderschönes Gerät. Alles sehr wertig, sehr schön in der L-Box. Mehr dazu gibt es später. Wir müssen jetzt erstmal los. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir auch schon hier. Kurzer Flug in so einem schönen 20-sitzigen Flugzeug, fast wie Privatjet. Es gab keine Tür, du konntest direkt ins Cockpit gucken. Und ich habe mich noch gewundert, warum der Pilot die ganze Zeit da am Ruder rumrührt. Er hat mir erzählt, ja, das Flugzeug hatte nicht mal einen Autopilot. Die fliegen komplett manuell oder müssen komplett manuell fliegen. Veranstaltung hier fängt, glaube ich, erst in roundabout 2 Stunden an. Max und ich, wir waren schon mal frühstücken. Ich weiß auch noch nicht, was mich heute hier auf der Veranstaltung erwartet, aber dass wir hier gleich eine Keynote geben, vom Vorstand von Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge. Hier steht übrigens eine Kamera von den Kollegen mit einem Teleprompter. Das heißt, die Rede wird dann dort abgespielt. Die Leute gucken dann da in die Kamera, wirken dann ganz natürlich, aber lesen dann letztendlich oft ihre Rede ab oder zumindest so als Backup. Frage ist, ob wir hier mal heute einen Blick auf die neue kommende Sprinter-Generation erhaschen können. Meinen Informationen nach wird die offizielle Vorstellung erst im Februar 2018 sein. Max, was meinst du? Da vorne war irgendwie ein Vorhang oder was, ne? Ja, ich habe da auch was gesehen. Da ist, glaube ich, einer drunter oder was, ne? Ja, müssen aber, wir mal gucken. Ja. Wir gucken mal, was es hier heute so gibt. Den Beitrag seht ihr dann ja vielleicht ja diese oder nächste Woche, denke ich mal, bei uns auf dem Kanal. Ich denke mal, diese Woche werden wir da kurz was zusammenschneiden. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier so rauskommt. Ja, was war, was wird? Kurzer Wochenrückblick der letzten Woche. Unser Hobeltest mit Michael ging online. Ich habe ja eine Menge Feedback von euch bekommen. Viele waren nicht so ganz zufrieden mit der Performance von Michael und mir. Michael hat da ja so einen leicht anderen Ansatz wie ich. Und die einen schätzen eher die Herangehensweise von Michael, die andere schätzen eher die Herangehensweise von mir. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, pass auf, die Kreissägen, die mache ich ohne Michael, weil dann habe ich etwas mehr Ruhe, um ins Detail einzugehen. Aber ich hätte gerne trotzdem noch jemanden, der mal auch mit mehr Praxiserfahrung mir zur Seite steht. Und zum Beispiel der Apimobil und der Andi von Andis Werkstatt, die haben sich gemeldet. Ich werde mit den Jungs mal schnacken, vielleicht lade ich die ja mal ein. Wer sich sonst noch berufen fühlt und meint, er wäre der Pro im Thema Tischkreissägen, soll sich ruhig mal melden, rein in die Kommentare oder schreibt uns an über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse. Nett fand ich übrigens einen Kommentar, der meinte, André im Hemd, kannst das doch nicht machen, nicht authentisch. Ja, müsst ihr mir einfach sagen, wie soll ich mich verkleiden? Ich könnte auch im Anzug kommen und ein Review machen. Oder ich könnte das Hemd auch als Holzfällerhemd tragen. Vielleicht wäre es dann authentischer. Max, was meinst du? Ja, doch, ein Holzfällerhemd ist doch schick. So. Holzfällerhemd wäre schick, ne? Ja. Nicht hier so. Ja, es geht oder doch Krawatte. Die Krawatte kann sich wieder in der Maschine verfangen. Ja. Ne? Also Spaltkeil an der Tischkreissäge, aber mit Krawatte. Leider wäre ich da mit der Krawatte in das Sägeblatt reingezogen worden. Kopf ab. Soweit wollen wir es nicht kommen lassen. Dann gibt es ein kurzes Update vom Dirk Stranz von Daimler. Wir sind hart dran, einen Termin zu kriegen beim PS-Speicher und beim PS-Depot, um für euch nochmal in das Thema Oldtimer-LKW zu gehen. Das wird stattfinden. Dann werde ich wahrscheinlich diese Woche dazu kommen, mir einen neuen Anhänger zu kaufen. Und zwar haben sich die Kollegen von Koch Anhänger gemeldet. Die haben mir ein gutes Angebot gemacht. Ich weiß noch nicht ganz genau, welcher es wird. Auf jeden Fall ein Kofferanhänger. Welcher, werden wir schauen.
werde ich wahrscheinlich, wie es mein Terminplan zulässt, diese oder nächste Woche hinfahren. Wir halten euch auf dem Laufenden, wird aber eine schöne Geschichte, denke ich. Vor allen Dingen habe ich noch ein paar andere Sachen vor. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für Themen würden euch beim Thema Anhänger noch interessieren, also was wir drehen könnten. Zum Beispiel, soll ich mich damit befassen, Ladungssicherung, oder soll ich mich damit befassen mit Führerscheinklassen? Oder vielleicht auch mal ein Fahrtraining mit der Kamera machen, um mal zu zeigen, wie sowas funktioniert, wie man so einen Anhänger in Gefahrsituationen zum Beispiel bremst, ne, wenn er in Schlingern gerät, solche Geschichten. Da gibt es ja auch viel Halbwissen oder Versicherungen oder darf ich einen Anhänger im öffentlichen Parkraum abstellen und. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das Thema Kettensägen-Test habe ich auch weiter verfolgt. Ich habe ja schon einige Kettensägen gekauft. Ich habe jetzt aber nochmal die Kollegen von Stihl und von Husqvarna kontaktiert, ob die uns auch nochmal Testmuster schicken könnten oder zur Verfügung stellen könnten. Eine MS 180 oder 181 habe ich schon selber gekauft, aber vielleicht auch nochmal was Größeres. Es gab da auch ein paar Kommentare, die sagten, Mensch André, das geht doch nicht. Du kannst doch jetzt hier nicht den Forstarbeiter spielen, weil die Forstarbeit ist natürlich sehr gefährlich. Das ist ja nichts für Laien, die mal eben da mit einer Säge in den Wald gehen und ein paar Bäume fällen. Natürlich nicht. Ich rede ja auch nur von diesem kleinen Schein, wo du dann liegendes Holz, also wenn du so einen Holzsammelschein hast, wenn du dann Brennholz machen kannst, also sowas strebe ich an. Und einfach mal zeigen, was es so im unteren Bereich gibt und vielleicht auch im Bereich der besseren Sägen mal so einen Unterschied. Und da gibt es morgen noch einen schönen Film, nämlich habe ich für euch schon mal die kleinste Kettensäge der Welt mir angeguckt. Das Video kommt morgen Abend, also am Dienstag. Und dann habe ich noch ein schönes Bonbon für euch, nämlich ich habe mit den Kollegen von Zeppelin Rental ein neues Format kreiert, nämlich On the Job. Es gibt heute Action, es gibt Rock'n'Roll. 35 Tonnen. Alter Vater. Zeig mir her, dein Baby. Wie oft müsst ihr den aufladen über den Tag? Das war richtig geil. Da bin ich immer dort, wo es rockt, wo es Spaß macht, auf Baustellen, auf Event-Locations, da wo Mietgeräte von Zeppelin Rental zum Einsatz kommen. Ich war gerade in Österreich und habe mir mal angeguckt, wie dort ein Innenabbruch vor sich geht mit Geräten, die rein elektrisch laufen, nämlich ein Abbruchroboter, der elektrisch angetrieben ist, und ein elektrisch angetriebener Radlader. Spannende Geschichte. Das Video geht am Freitagabend auf Sendung, schaltet unbedingt ein. Und das Schöne ist, das Format wird 2018 fortgesetzt und da wird es noch einige schöne, spannende Geschichten aus dem Bereich des Baus zu sehen geben. Dann für alle Akkuschrauber-Fans unter euch das Thema Hilti. Ich habe mit Hilti mittlerweile gesprochen. Ich bekomme jetzt einen 22 Volt Akkuschrauber und der kommt dann noch ins Power Shootout. Das heißt, das Power Shootout verschiebt sich jetzt noch. Ich warte erst, bis ich den Hilti bekomme, sonst hätten wir das nächste Woche schon gesendet. Aber der Hilti mit 22 Volt, da ist natürlich die Frage, der müsste ja eigentlich mit zur oberen Leistungsklasse gehören. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Also das schon mal vormerken. Ja, und das Thema Gewinnspiel habe ich ja noch. Zum einen die Auflösung der beiden letzten und das kommende Gewinnspiel. Habe ich euch ja vorhin gezeigt, einen schönen Flex-Akkuschrauber zu gewinnen. Ordentliches Gerät. In den News Nummer 18 habe ich einen Ryobi-Akkuschrauber verlost, nämlich den Brushless mit dem 5 Ampere-Stunden-Akku, den es so normalerweise in dem Set gar nicht gibt. Wert ungefähr um die 200 Euro. Und das hat der Zuschauer Till Woodwork gewonnen. Till, melde dich. Adresse blenden wir ein innerhalb einer Woche. Ansonsten geht das weiter in die nächste Verlosung. Und die News Nummer 19, da hatten wir ja das Milwaukee Baustellenradio, auch ein richtig fettes Teil, auch so um die 250 Euro im VK. Und das hat der User Tom B. gewonnen. Tom, herzlichen Glückwunsch an dich. Ebenfalls melde dich an unsere Adresse. Und dann bekommst du das noch vor Weihnachten zugeschickt. Ja, und vor Weihnachten wird auch dann wohl noch der Flex-Akkuschrauber an den Gewinner dieser News rausgehen. Aufgabe an euch, kommentiert fleißig. Eure Fragen, Anregungen unter allen Kommentaren lose ich den Flex-Akkuschrauber aus. Und die Auflösung gibt es dann in den News Nummer 21, die dann schon am nächsten Montag online gehen. Das heißt, alle Kommentare bis einschließlich Sonntagnacht 0 Uhr zählen. Und dann habe ich noch die Frage der Woche an euch. Und zwar, Weihnachtszeit ist ja gerade angebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr schon in weihnachtlicher Stimmung seid, aber schreibt mir doch mal als Frage der Woche, was steht
dieses Jahr auf eurer Wunschliste an Geschenken, materiell, immateriell, was auch immer. Was wünscht ihr euch? Vielleicht was Neues für die Werkstatt, für die Baustelle? Würde mich interessieren. Also immer rein fleißig kommentieren. Und in diesem Sinne, wir sehen uns dann spätestens in den News nächsten Montag. Bis dann.